was ich mir vorstelle, und das meine ich mit Festung Österreich, ein bisschen mehr ungarischen Paprika, ein bisschen mehr ungarisch Chili in das Asylsystem hinein. Das heißt, keine Geldleistungen für Asylwerber, keinen Klimabonus zum Beispiel. Ich meine, auf die Idee muss da mal kommen. Kenne keinen vernünftigen Menschen in Österreich, kann der alle Tassen im Schrank hat, der sagt, dass das eine gescheite Idee ist. Und genau deshalb wird's gemacht. Nicht? Und das meine ich damit, wenn ich sage, gegen die Interessen der Bevölkerung regieren. Keiner will's, aber die Regierung macht's und die Neos und die Roten stimmen selbstverständlich mit. Also keine Geldleistungen mehr für Asylwerber, kein Taschengeld für die Asylwerber. Für was brauchen die ein Taschengeld? Die haben alles, was sie zum Leben brauchen. Die werden mit Sachleistungen ausgestattet, aber wir wissen ja, dass das Geld heimschicken und dann entsteht der nächste Anreiz, für die Nächsten nachzukommen, damit wir auch was zum Heimschicken haben. Und dieses Werkel wird dauernd weiter betrieben. Keine Mindestsicherung für Asylberechtigte. Das ist ja der nächste Wahnsinn. Asylberechtigte sind die, die einen positiven Asylbescheid haben. Ja? Die dürfen alle arbeiten. Die haben den vollen Zugang zum Arbeitsmarkt. Und trotzdem gehen 40% der gesamten Geldleistungen, die wir in Österreich für die Mindestsicherung ausgeben, an Asylanten. Ja, jetzt frage ich euch, ist die Mindestsicherung für diese Asylanten gemacht worden oder ist es für die Österreicher gemacht worden, die in Not geraten sind, die unsere Unterstützung brauchen, weil sie sich selber in der Situation nicht mehr weiterhelfen können? Ich glaube ja doch wohl Zweiteres, aber da seht ihr mal, wie weit wir es gebracht haben, wenn fast 50% der Gelder für die Völkerwanderer ausgegeben werden. Und es braucht einen Asylantragstopp. Wir nehmen keinen Asylantrag mehr entgegen. Das ist vollkommen logisch, weil Österreich ist mehr noch als Ungarn von lauter sicheren Ländern umgeben. Und jeder, der zu uns kommt und nicht ein Asylant ist, der Bürger eines Nachbarlandes ist, und das ist ja nicht anzunehmen, dass ein Slowene bei uns um Asyl ansuchen wird oder ähnliches, ja, jeder, der da zu uns kommt, muss mindestens ein sicheres Land durchquert haben und hätte dort den Antrag stellen können. Also nehmen wir diese Anträge nicht mehr an. Und wenn jemand 1000-mal Asyl sagt, dann haben wir es 1000-mal nicht gehört. Das wäre mein Vorschlag, damit wir da endlich eine Ruhe einbringen. Und es braucht Ausreisezentren. Ich weiß noch genau, wo die Tafeln sind, im Keller des Innenministeriums. Und wenn wir in der Regierung sind, dann ich weiß nicht, wer dann Innenminister sein wird. Ich hoffe, ein Blauer. Dann fahre ich mit dem um in den Keller, hole die Tafeln raus und dann betoniere ich das ein dort, draußen auf der Außenwand von Dreiskirchen. Weil diese Ausreisezentren, das spricht sich herum. Dass man in Österreich in Ausreisezentren kommt. Und das brauchen wir auch für diejenigen Leute, die es illegal zu uns schaffen, aber keine Chance haben auf Asyl. Die tun wir dann dort unterbringen. Dort werden sie elementar versorgt. Wir wollen ja niemanden verwöhnen. Und sie können dieses Quartier jederzeit verlassen, aber nicht in Richtung Österreich. Nicht in Richtung Österreich, sondern nur dorthin, wo sie hergekommen sind. Ja, also. Und noch etwas ist mir wichtig. Es darf aus meiner Sicht auch keinen Übergang vom Asylstatus zur Staatsbürgerschaft geben. Asyl ist Schutz auf Zeit. Und wir müssen alle paar Jahre überprüfen, ob diese Schutzfunktion noch notwendig ist. Und wenn ich das nicht mache, dann mache ich aus Asyl die Zuwanderung. Und das ist nicht das, was wir brauchen. Wenn wir Zuwanderung brauchen, dann muss das eine sein, die wir selber bestimmen, nach unseren Regeln und nach unseren Erfordernissen. Aber ihr seht, das alles sind Maßnahmen, die ich unter der Festung Österreich verstehe. Nicht, dass wir ganz Österreich einmauern. Die sollen sich nicht alle so blöd stellen. Ja? Das ist die Festung Österreich. Das Anreizsystem zu stoppen, den Asylmagnet Österreich zu entschärfen und damit die eigene Bevölkerung zu entlasten. Und so eine Festung ist was Schönes. So eine Festung steht für Schutz, sie steht für Sicherheit, für diejenigen, die sich drinnen befinden.
Und eine Festung steht auch dafür, dass diejenigen, die drinnen sind, entscheiden, ob sie die Zugbrücken runterlassen und für wen sie sie hinunterlassen. Ich weiß gar nicht, was darauf zum Regen gibt. Mir gefällt es mit der Festung Österreich.